Heute schauen wir uns an, wie wir automatisiert aus Pipedrive heraus Angebote erstellen können. Dafür verwenden wir ein Tool namens PandaDoc. Das ist genau dafür gedacht, dass man automatisiert eben Angebote erstellt und auch dort nachverfolgt. Aber dafür haben wir eigentlich Pipedrive. Aber wir erstellen es damit. Wenn Sie es testen wollen, da oben ist ein Testlink, den schreibe ich Ihnen nachher zum Video dazu. Ja. Wir schauen uns aber nicht nur das an, sondern wir schauen uns auch an, wie wir die Daten überhaupt in Pipedrive hineinbekommen. Und dafür verwenden wir SnapID. Und zwar genau genommen den Grabber. Der SnapID Grabber ist ein Tool, mit dem kann man aus unterschiedlichen Datenquellen die Daten erfassen, wie zum Beispiel Visitenkarten, aus einem Impressum, aus einer Mailsignatur oder auch Xing oder LinkedIn. Ja, ziemlich cool. Können Sie sich auch einmal anschauen und auch testen mit diesem Link, den ich Ihnen ebenfalls dazu schreibe. Gut, starten wir. Wir wollen ein Angebot erstellen und zwar in dem Fall an den Stefan. Der Stefan arbeitet bei SnapID. Ich habe ihn gebeten, dass er mir ein E-Mail schreibt, in dem er quasi ein Angebot anfordert. Was machen wir? Wir markieren seine Daten, die wir haben wollen, aus der E-Mail-Signatur heraus. Ja? Und jetzt habe ich da hier eine Browser-Extension, die mir da hier ein kleines Krokodil ins Menü hineingibt. Da zeige ich Kontaktdaten grabben. Jetzt öffnet sich der SnapID Grabber und sucht die Daten heraus vom Stefan. Ja? Da sucht er und vergleicht, er sagt mir da hier der Stefan Katzenberger mit der Telefonnummer, das hat alles aus der Signatur. Jetzt kann ich da draufklicken und auch noch einmal schauen, ob es den Stefan Katzenberger von SnapID auf Xing oder LinkedIn gibt. Ja, da ist er schon. So, jetzt nehme ich mir alles, was mir da noch fehlt, wie zum Beispiel das Foto. Ja, ich habe auch einen Xing-Link jetzt dabei. Er erkennt, dass der Stefan ein Herr ist und da unten hat er die ganzen Firmendaten von SnapID. Ja, macht auch einen Duplettencheck. Also ich sehe da oben, weil dieser Punkt rot ist, dass die SnapID GmbH schon in meinem CRM drinnen ist. Und wir wollen ein Geschäft dazu anlegen. Ja, so, jetzt haben wir da alle Daten. Ich kann jetzt noch die Firmendaten noch einmal verfeinern. Jetzt sucht SnapID im Impressum und auf Google Maps und auf Xing nach SnapID. Findet auch einiges. Ja, nehme ich mir auch dazu. Last but not least, falls ich seine E-Mail-Adresse nicht hätte, könnte ich da den E-Mail-Validierer anklicken. Und jetzt durchsucht er das Internet nach frei zugänglichen E-Mail-Adressen, findet dort die Logik, wie SnapID, wie die E-Mail-Adressen bei SnapID aufgebaut sind, also erste Buchstabe vom Vornamen, Punkt Nachname, und dann kann er daraus nicht schwer nachvollziehen, dass der Stefan wahrscheinlich S. Katzenberger hat, ja, mit einer Wahrscheinlichkeit von 91%. Wird wohl stimmen. Klicken wir drauf. Und jetzt klicke ich auf Export. Was passiert? Er schiebt mir die Daten vom Stefan in meinen Pipedrive. Da öffnet sich Pipedrive. Und zwar komme ich jetzt direkt zum Deal, den er mir jetzt angeklickt hat. Da habe ich SnapID Geschäft. Ja. Genau, da habe ich schon PandaDoc, wie Sie sehen. Wenn ich da ein bisschen runterscroll, habe ich die ganzen Daten, die ich gerade importiert habe. Ja. Also SnapID GmbH in Würzburg, die UID-Nummer hat er aus dem Impressum dazu gefunden und der Stefan erkennt er, dass er ein Herr ist und die restlichen Daten habe ich auch da. Gut, eigentlich habe ich jetzt alles, was ich für ein Angebot brauche. Ich klicke auf die drei Punkte und sage Create Document, nämlich im PandaDoc. Jetzt öffnet sich PandaDoc und dort sage ich, ich möchte aus einer Vorlage heraus ein Dokument erstellen. Wenn's fertig geworden. So, da hier habe ich meine unterschiedlichen Dokumente. Was machen wir? Wir wollen ein Angebot über Pipedrive erstellen. Ja. Unterschreiber soll sein, in dem Fall der Stefan. Kann sein, dass der Stefan das weiterleitet an seinen Chef oder an sonst irgendjemanden. Dann kann ich das auch so einstellen. Ja. Aber ich möchte jetzt das Dokument bearbeiten. Es öffnet sich das neu gestaltete Dokument und da übernimmt er die ganzen Daten, die ich vor ein paar Minuten noch in der E-Mail-Signatur vom Stefan gehabt habe. Ja. Und da hier kann ich jetzt 3 Tage Pipedrive-Beratung anbieten oder vielleicht, weil der Stefan sich schon gut auskennt, vielleicht auch nur einen Tag. Ja, also ich kann dieses Angebot noch bearbeiten. Dann bearbeite ich logischerweise alles mit und Lizenzenverkäufe mache ich gleich dazu. Können Sie bei uns übrigens auch bestellen, wenn Sie es mit Rechnung bezahlen wollen. Ja. Und in meiner Vorlage habe ich jetzt noch alles da drin stehen, was ich sonst noch sehr gerne hätte. Da hier sage ich noch, möchte das Datum noch an die richtige Stelle haben, damit es ein bisschen schön ist.
Ja, daher. Gut. Und jetzt sende ich dem Stefan genau dieses Dokument per E-Mail. Wenn ich den Namen noch ein bisschen verschönern. AppDrive-Beratung. So. Speichern und weitermachen. Daher kann ich noch eine Nachricht dazu geben. Liebe Grüße, Bernd. Ich bin gerade vorgewarnt, dass ich ihm ein E-Mail schicke. So, und das Dokument ist draußen. Was passiert jetzt in meinem Pipedrive? Ich mache einen kurzen Refresh. In meinem Deal habe ich ja diese Abteilung für PandaDoc. Und da drinnen finde ich nun, wenn es fertig geladen hat, daher genau dieses Dokument. Im Moment ist es Status Send. Sobald der Stefan sich das anschaut, sehe ich, dass er es angeschaut hat und er kann es dann online unterschreiben. Da steht dann da hier, dass es completed ist. Ja, bekomme auch eine Nachricht per E-Mail. Dann klicke ich auf gewonnen und Snappy ist ein neuer Kunde von mir. So einfach geht es mit dem Erstellen von Dokumenten aus Pipedrive aus. Wenn Sie dazu Fragen haben, ein Wort genügt. Unsere Kontaktdaten finden Sie auch in der Nähe vom Video bzw. auf www.pd-experts.com. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, abonnieren Sie doch den Kanal auf YouTube. Gut, das war's. Viel Erfolg damit.